Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gehe ich frühstücken, deswegen bin ich ein bisschen früher aufgestanden, um 7:30. Jetzt ist, glaube ich, schon 8 Uhr, habe mich ein bisschen fertig gemacht. Gleich gehe ich los zum Bus. Und heute scheint endlich zum Glück mal wieder die Sonne. Die letzten Tage war es hier wieder extrem kalt auf einmal. Letzte Woche war einfach Sommer gefühlt bei uns. Und dann war es jetzt auf einmal wieder so kalt. Damit komme ich echt überhaupt nicht klar. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mit so Wetterumschwüngen klarkommt. Ich kann das irgendwie gar nicht ab. Wobei ich jedes Wetter eigentlich cool finde. Aber ich komme halt mit diesem krassen Wechsel in Deutschland einfach nicht zurecht. Jetzt trinke ich erstmal noch meinen Tee. Und dann geht's los. Wir sind jetzt voll gegessen, waren noch in der Stadt, weil Christina braucht ein Geschenk für ihren großen Bruder. Das ist wirklich schwer. Wer kennt's? Für Männer Geschenke kaufen geht einfach gar nicht. Man findet nie irgendwas. Übrigens habe ich noch eine mega coole Ankündigung für euch. Wenn wir 1000 Abonnenten auf diesem Kanal erreicht haben, dann werde ich die 10.000 Kalorien Challenge machen. Denkst du, ich werde das hinbekommen, Christina? Machst du mit? Machst du mit die 10.000 Kalorien Challenge? Okay. Okay, man wird sehen. Wenn ihr wollt, dass Christina mitmacht, dann gebt dem Video jetzt erstmal schon einen Daumen nach oben und schreibt mal Hashtag Christina in die Kommentare. Wir sind jetzt fertig mit dem Training und ich habe mir einen Shake mitgenommen. Den trinke ich jetzt erstmal. Dann fahre ich nach Hause und heute werde ich eigentlich nur Videos schneiden. Also das Video, was ihr als letztes gesehen habt, werde ich gleich erstmal schneiden. Und mehr wird heute bei mir eigentlich nicht mehr so wirklich passieren. Guten Morgen, Freunde. Es ist jetzt der nächste Tag und ich frühstücke jetzt erstmal. Bei mir gibt es nur ganz schnell einen Toast, weil ich nicht so viel Zeit habe. Darauf werde ich einmal Butter machen und Kochschinken. Und dazu esse ich ein Ei und trinke einen Früchtetee mit Vitamin C. Dabei gucke ich irgendwas auf YouTube. Und dann geht es auch schon schnell ins Training, weil ich habe nicht so viel Zeit, weil um 11.30 Uhr muss ich mein Auto in die Werkstatt bringen, weil es TÜV bekommt, endlich. Und ich hoffe, dann sind diese ganzen Reparaturen, die ich jetzt irgendwie in den letzten 2 Monaten immer wieder bezahlen musste, endlich mal zu Ende. Und ich kann mein Auto dann wieder ohne Probleme fahren. Das wäre echt sehr schön. Ich trainiere gleich Beine. Aber weil ihr das schon in meinem letzten Video gesehen habt, nehme ich das heute nicht auf. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn es mal gar kein Trainings-Edit gibt. Nachdem ich mein Auto weggebracht habe, fahre ich zu Arthur. Aber Arthur und Willi sind ja in Berlin. Aber ich warte da, bis Thomas mein Auto wieder zurückbringt. Und in der Zeit, wo ich warte, werde ich meine Braids aufmachen. Ich bin schon mega gespannt, weil letztes Mal, als ich die aufgemacht habe, haben die sich total verknotet. Und das Aufmachen hat gar nicht, glaube ich, so lange gedauert. Das, was lange gedauert hat, war, meine Haare zu bürsten. Und ich habe wirklich bestimmt 2 oder 3 Stunden meine Haare gebürstet, weil die einfach total zerzottelt waren und sich nicht kämmen lassen wollten. Da bin ich irgendwann
auch richtig ausgerastet, weil ich schon so Kopfschmerzen davon hatte. Und habe einfach meine Haare gewaschen, obwohl die total zerknotet waren. Ich hoffe, dieses Mal wird es ein bisschen leichter. Ich bin jetzt fertig mit dem Training. Es war einfach wirklich überragend. An meiner zweiten Beineinheit in der Woche, samstags, habe ich immer High Volume, also viel Volumen, viele Wiederholungen und etwas leichteres, angepasstes Gewicht. Und normalerweise mag ich den Tag echt nicht so gerne, weil es super anstrengend ist. Aber heute hat es richtig gut geklappt. Obwohl ich dachte, ich hätte heute nicht so viel Energie, war es überragend. Also fangt einfach immer erstmal an, auch wenn ihr das Gefühl habt, heute wird nicht so gut. Fangt einfach an. Vielleicht wird es ja noch ein richtig überragendes Training. Ich bin jetzt in Paderborn angekommen und ich habe meine Haare schon mal abgetrennt. Ich habe die unterste Reihe einfach so abgetrennt, die anderen einfach zum Zopf gemacht, damit ich mit der untersten Reihe anfangen kann, damit die anderen Haare nicht nerven, einfach nach oben gemacht. Und ich würde sagen, Vika hilft ein bisschen. Ja. Vika hat sich erstmal direkt einen Pony geschnitten, weil sie hat aus Versehen ihre Haarsträhne abgeschnitten. Wie ist das passiert, Vika? Also, ich habe halt nicht gesehen, dass da noch die Haare sind. Also in den Kunsthallen, die haben sich so versteckt. Weil so, dann hatte ich zu viel und dann habe ich mir einfach Pony geschnitten. So kann es auch gehen, Freunde. Einfach negative Sachen in positive umwandeln. Einfach dann noch kürzer schneiden. Und jetzt geht's los. Okay, ich mache die erste Strähne jetzt einfach mal auf und ich schneide das auch unten ab. Aber ich lasse ein bisschen Sicherheitsabstand, dass mir nicht das gleiche passiert wie Vika. Weil meine Haare gehen ungefähr bis hier. Aber ich schneide einfach hier unten ab. Gute Schere. Gute Schere. Klappt gut. Okay. Meine Strähne schon mal ab. Fancy. Kann auch einfach so kurz lassen. Und jetzt muss man das einfach wieder zurück aufflechten. Bei mir ging es richtig schnell, Mann. Boah, die ist richtig fest, die Strähne. Bin mal gespannt, wie lange das dauert. Was schätzt ihr? 3 Stunden. Okay, 4 denkst du? Mhm. Wie lange hast du gebraucht? 3 ungefähr. 3? Mhm. Okay, ich bin jetzt bei meinen normalen Haaren angekommen, glaube ich. Waren deine heftig gelockt danach? Ja, sie hatte solche. Ja. Also hat sie gehalten? Danach, gekämmt? Gewaschen. Ja. Und dann war sie so richtig ganz. Das war gruselig. Ja, das ist komisch dann auf einmal so, ne? Ja. Erstmal so Braids, dann hat man so auf einmal so Afro und dann hat man wieder so normale Haare und man denkt so, WTF, was passiert? Wie süß! Ist cool. Eigentlich hätte ich voll Bock, das so zu lassen, ne? Aber dann verknoten die sich richtig hart, glaube ich. Hier ist der Müllbeutel, hier sammeln wir alles. Das sind schon Vikas Haare. Mal gucken, vielleicht können wir es ja versteigern. Vielleicht will irgendwer von euch diese Haare kaufen. Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Hashtag Verlosung. Hashtag Verlosung. Die erste Partie haben wir jetzt fertig geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Strähnen das waren. Auf jeden Fall sind die jetzt so extrem lockig. Eigentlich auch ganz cool, aber wir kämmen die jetzt direkt durch, damit sich nicht alles verknotet. Und jetzt kann ich auch verstehen, warum die Leute mit Locken nie ihre Haare bürsten, weil man einfach aussieht wie, weiß nicht, wie eine Oma direkt. Richtig komisch. Und da kommen halt, wie schon erwartet, richtig viele Haare raus, weil man verliert ja irgendwie pro Tag 100 Haare oder so, 100 Haare. Und bei uns konnten die Haare in der Zeit, wo wir Braids hatten, ja nicht rausfallen. Deswegen fallen die alle jetzt raus. Aber es ist wirklich eine schlaue Idee, nach jeder Reihe einmal durchzubürsten. Weil ich glaube, sonst wird man einfach gar nicht mehr durchkommen. Ich bin jetzt ungefähr eine Stunde dabei, ein bisschen weniger. Vika und Catrice haben mir dabei geholfen, die Strähnen aufzuflechten. Und ich fühle mich einfach wie ein Clown oder wie Post Malone ein bisschen. Es ist schon sehr, sehr krass. Aber weil man jede Partie wirklich durchbürstet, geht es eigentlich, finde ich, mit Verknoten. Aber je mehr Partien ich nach oben komme, desto schwieriger wird es auf jeden Fall durchzukommen, weil es ist einfach so ein richtiger Busch. Richtig, richtig krank. Und ich hoffe, dass ich das fertig schaffe, bis Thomas mir mein Auto wieder bringt. Weil ich glaube, zum Beispiel mal mich nicht auf der Straße treffen. Also ihr seht es auch hinten im Spiegel. Sieht schon sehr, sehr krass aus. Vika und Catrice sind jetzt aber gerade beim Klavier, deswegen mache ich alleine weiter. Aber ich bin guter Dinger, eigentlich läuft es echt ganz gut. Ich schneide immer bis zu meiner normalen Haarsträhne ab und dann flechte ich halt auf. Und es läuft ganz gut, würde ich sagen. Ich habe mein Auto
laufe jetzt wieder und ich habe TÜV bekommen, also alles cool. Ein riesen Dankeschön geht nochmal raus an Thomas. Und jetzt mache ich erstmal weiter mit meinen Haaren, weil es muss schon noch so einiges, hier bin ich jetzt gerade, muss schon noch so einiges gemacht werden. Und um 18 Uhr muss ich arbeiten, es ist gerade 2 Uhr und ich will da nicht so rumlaufen, will vorher noch duschen. Deswegen gebe ich jetzt mal Gas. Ich habe mir jetzt erstmal alle Haarsträhnen einfach abgeschnitten, bis zu meinen richtigen Haaren hoch. Und ich bin der Hoffnung, dass in der Zeit, wo ich die anderen Strähnen aufmache, dass die, die noch eingeflochten sind, so minimal aufribbeln. Das wäre natürlich super cool. Und Vika ist jetzt auch wieder da. Hi. Und wir machen jetzt erstmal weiter. Das ist gerade der Stand der Dinge und es sieht echt komisch aus, finde ich. Das Ding ist, es ist ja sehr voluminös, aber man vergisst einfach, dass ich hier drunter noch Zöpfe habe. Und eigentlich wird das noch viel schlimmer aussehen, glaube ich. Und ja, aber wir haben es jetzt schon fast geschafft. Ich denke, so eine halbe Stunde sind wir fertig. Und dann gehe ich erstmal duschen. Mal gucken, wie es danach aussehen wird. Wir sind jetzt fertig und ich sehe einfach aus wie ein Steinzeitmensch, finde ich. Das ist so krass, ne? Fühlt so heftig. Ja, ich könnte jetzt auch in den Dschungel gehen oder so. Auf jeden Fall sind heftig viele Haare von meinen Haaren rausgekommen. Wir haben vorhin schon welche weggeschmissen und das sind die, die jetzt noch von mir übrig geblieben sind. Und das sind die Haare, die wir rausgemacht haben, nachdem ich mein Auto abgeholt habe. Auch einfach übertrieben viele. Aber ich muss sagen, mit den Braids fand ich es gar nicht so heftig schwer auf dem Kopf. Manche sagen ja, das wäre übelst der Gewichtsunterschied. Ich fand es jetzt irgendwie nicht so extrem. Und Vika und ich überlegen schon, ob wir einen Braids-Salon aufmachen. Weil eigentlich macht das mega Spaß. Und wir sind ja jetzt schon ein bisschen geübter. Und wir wollen auch auf jeden Fall bald wieder Braids haben. Ich bin am Überlegen, also nächstes Jahr auf jeden Fall, ob ich davor nochmal mache, mal schauen. Und wir wollen alles durchprobieren, jede Farbe, alles. Wird noch richtig cool. They can call me whatever they want, call me crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me.